Genau, und jetzt kommen natürlich erstmal ordentlich Tunnels. So, den Bus auch noch überholt. Schön in Verkehrsrot, wie sie es gehört. Ja, das war dann eine Nummer zu spät und jetzt klingelt es hier bei uns an der Haustür, aber das Gute ist, dass ich da jetzt nicht hin muss. Ach, scheiße, ist ja... Ja, jetzt war ich von dem Klingeln irritiert. Ich hoffe, man hat es nicht zu laut hier in der Aufnahme gehört. Dass ich gar nicht mitbekommen habe, dass hier irgendwie die Autobahn aufhört. Aber ich hoffe nicht sehr lange hier. Was macht denn der da vorne? Ich meine, hier war 80, oder? Weißt du was? Wird eiskalt überholt. Ja, da vorne müsste es dann, glaube ich, nochmal weitergehen. So, ein LKW können wir zum Glück auch hinter uns lassen. Wundert, dass wir noch keine Strafe bekommen haben. Aber ich sag's mal lieber nicht zu laut, aber da vorne kommt ja die Autobahn eh wieder. Wann müssen wir überhaupt da sein? Am Montag. Montag in der Früh. Ja, haben wir jetzt noch genau 2 Tage Zeit. Ja, und da vorne ist dann die Autobahn wieder. Und dort geht's dann ordentlich wieder ab. Genau. Und ab dafür. Presslufthammer. Was will der denn hier? Ja, da ist das Auto mal in uns reingefahren. Das ist natürlich nicht so toll. Oder nur leicht gestreift wohl eher. So, und da vorne müsste wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich ein Grenzübergang sein. Nee, ist doch kein Grenzübergang. So, hier, komm, überholen wir. So, jetzt überholen. Ist einfach nur ein Rastplatz hier. Kam auch schon wieder ziemlich arg ins Schleudern, weil ich diese links diese blöde Mauer überhaupt nicht ausstehen kann, weil die hat schon mehrfach hier kein Glück gebracht, nämlich nur Unglück. Deswegen. So. Ne, ne, Quatsch, hier bleiben.
Wow. Sah es nur so aus, dass jetzt hier hochgeht? Sah mir zumindest ziemlich danach aus, als ob es hier irgendwo hochgeht. So, das da vorne müsste dann der Grenzübergang sein. Ja, das ist er jetzt nun. Nämlich der Grenzübergang Schweiz-Italien. Ja, und was uns gleich erwarten wird, dürfte eigentlich klar sein, dass jetzt die nächste Mautstelle schon auf uns wartet. So, das haben wir. Ja, da haben wir schon gleich die erste Mautstelle. Wer hätte es auch anders gedacht? €7. Ja, sehr billig. Bezahle ich jederzeit wieder. Genau, jetzt wartet auch die KI hier schön brav. Und fährt einfach nicht so raus. Ja, wir biegen jetzt hier ab Richtung Milano-Torino. Hier hinunter. Und wir fahren dann geradeaus gleich. Wir fahren jetzt auf jeden Fall an der Stadt hier vorbei. Das müsste Milano sein, glaube ich. Oder? Ja, hier, Milano. Genau. Also Mailand, logischerweise. So. Ja, hätten wir... Also normalerweise, wenn wir jetzt einen schwereren Trailer gehabt haben, da wären wir schon längst in der Ecke gelandet. Sehr riskant hier wieder alles. Ja, 3% Schaden hat man ja gleich bei der Einfahrt da in der Zese in Amsterdam zugefügt bekommen. Und 1% ist wie gesagt Reifenverschleiß mal wieder. So. Geradeaus Richtung Verona. Ach, scheiße, war schon wieder ein Blitzer. Aber ihr könnt's ja. Wir haben hier genug Geld. Und nimmt's nicht zu eng. So. Dong, 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 dong. Also ich nehme das hier übrigens am Karfreitag auf, diesen Auftrag hier. Und daher bin ich auch mal sehr gespannt am morgigen Tag, wenn es dann für die Mensa-Kritik ein neuer Plan gibt. Und ich hoffe, dass die Zentralmensa was Anständiges diesmal hat. Damit auch mein Geldbeutel ein bisschen verschont wird. Ja, genau deswegen geht die Preis-Leistungs-Verhältnis natürlich auch rein. Und da ist natürlich klar, dass die Zentralmesse in den meisten Fällen oder so gut wie immer natürlich deutlich besser abschneidet.
Weil ich fand das auch, ich denke mal, ich habe es dann gesagt, wie das Beispiel an Ostern, die hessische grüne Soße. Ich weiß zwar selbst nicht, was das ist, aber ich weiß nur, dass ich das nicht essen würde. Zentralmesse 1,80, bis zu 10, denkst du, ich auch mal im Sommer ins Extra für 2,80. Ja. Da habe ich mir wirklich auch nur, da ich hoffe, ich habe das auch so gesagt in der Mensa-Kritik. Es dürfte keiner ins K10 gehen und dort diese grüne Soße essen. Nee, weil das ist einfach, es ist einfach Wucherpreis, ist das dann. Das ist dann einfach wirklich nur unverschämt. Warum ist denn der LKW im ersten? Also normalerweise müssen wir ja eigentlich in den vierten. Aber ich weiß nicht, ob das die KI neuerdings auch so macht. Dass das der mittlerweile auch ziemlich egal ist. Ich weiß nicht. So, fahr. Warum auch immer der auf den linken Streifen will, na egal. So, der kann ja auch fahren. Genau, 880 Kilometer noch. Plus Fähre mit inbegriffen. Irgendwas mit 300 ist, glaube ich, die Fähre. Also bis zur Fähre schaffen wir es auf jeden Fall, ohne jetzt hier nochmal schlafen zu müssen. Das machen wir dann automatisch auf der Fährfahrt. Und sonst wird das hier alles normal abgefahren. So, da ist ein Zug gerade. Roter Zug war das, oder? Das sieht ja eher aus wie ein Zug der Bahn, aber wir sind doch hier in Italien. Naja, na gut, Rot muss man nicht unbedingt mit der Bahn verbinden, wobei Rot oder Verkehrsrot, wie man ja so schön sagt, ist ja eigentlich die Bahn. Das war eigentlich schon immer so. Das einzige zuverlässige Transportmittel auf der Eisenbahn. Und das meine ich auch wirklich ernst. Also ich bin wirklich gegen die Privatisierung von Personennahverkehr. Bin ich strikt mittlerweile gegen. Also das Gesetz von 93 sollte man wirklich schleunigst umkippen, dass wirklich nur der Personennahverkehr die Bahn machen dürfte. So wie es vor 93 ja sowieso allgemein der Fall war. Ja, also die Privaten, die können mir aus dem Güterverkehr machen. Da habe ich kein Problem. Ja, das ist ja ähnlich wie wir hier. Da kann eine Firma kommen und sagen, hier, du fahr mal für uns die Güter. Genau. Nicht nur, wie gesagt, Personennahverkehr, das kann nur die Bahn. Ja, ich bin wie gesagt nicht da beschäftigt, oder ich sag's auch nicht irgendwie in Auftrag von dem Tom, der wie gesagt Lokführer ist. Nee, das hat sich einfach so rauskristallisiert. Gestern war ich auch so ein bisschen traurig, hab auf den Betriebshof, wenn man aus dem Bahnhof Wilhelmshöhe in Kassel rausfährt, habe ich da so eine ganz alte 425er gesehen, die ist früher hier im Nordhessen-Streckennetz nur gefahren, bis diese Privatbahn kam. Ja, und da kam mir schon leicht wirklich, musste ich wirklich die Tränen unterbinden. Weil mir das wirklich, das hat mich wirklich sehr gerührt, weil das wirklich damals in meiner Kindheit, bis 2006 sind die ja hier gefahren, da war ich 15, gefahren und das war halt so ein Zug, mit dem man so die Kindheit verbracht hat, wenn man irgendwie gefahren ist. Ja, und klar, da kann man natürlich dann gut die Leute verstehen, die jetzt zum Beispiel hier in Kasseler Straßenbahn sagen, sind jetzt diese Hochflurfahrzeuge verkauft worden, dass da manche vielleicht auch nachtrauen. Ich sage, zum Glück sind die weg, ne, weil ich mit diesen nichts zu tun habe. Ja.